Heute Kasperl und PC in Kasperl, wieso bist du so grün? Juppei di und juppei da, Kasperl, PC sind schon da. Wollen mit euch fröhlich lachen und ein bunte Sachen machen. Eins, zwei, wir sind schon da. Juppei di, boinks, boinks und juppei da. Schön war's. Ja, wir sind auch schön. Ja, und das sind wir wieder. Ja, und die sind auch alle da, schau. Die vielen kleinen Palatschinkenesser. Ja, ja, ab. Was ist los? Aber das sind doch keine Palatschinkenesser, bitte. Sind's nicht? Nein, das sind doch die lieben Kinder, siehst du das nicht? Aber das sehe ich doch, dass das keine Krokomobile sind. Hua. Unsinn! Unsinn! Immer nur Unsinn redest du! Aber geh! Ja, ist schon wahr! Ist kein Unsinn! Aber jetzt sei mal ruhig. Wieso? Und störe mich jetzt nicht, weil ich habe was sehr Wichtiges zu tun. Na, das wird was sein! Und ob das etwas sehr Wichtiges ist, mein Lieber? Ja? Ich muss nämlich jetzt meine Begrüßung machen. Das ist wirklich wichtig. Soll ich jetzt meine Begrüßung machen? Ja, bitte! Gut, Kinder, also! Ja? Servus, Kinder! Moment, Moment, das war ja viel zu leise. Servus, Kinder! Ja! Siehst du, das war der Originalton. Das ist wirklich schön. Kinder, seid ihr alle da? Ja! Das hört man richtig, ja. Ja, aber jetzt wird's noch schöner. Ach, geh wirklich? Ja, jetzt bin ich dran. Ah ja, jetzt kommst du. Also los geht's. Servus, Kinder! Siehst du, jetzt sind's schon warm gelaufen. Ja. Aber ja. Ich bin noch nicht fertig. Ah, gibt's noch eine Fortsetzung? Ja. Ah, da bin ich gespannt. Jetzt kommt mein Sprüchel. Ui, das Sprüchel kommt jetzt. Genau. Jetzt muss ja ganz toll werden. Eben, und die Kinder sagen's alle mit. Aber natürlich sagen sie es alle mit. Petilein, der kleine Wicht, fing auch heute wieder nicht. Und schickt euch Prost und gleich viele, viele Bussilein. Ja, yeah. Wunderbar, ich bin gerührt. Ich auch, das war wunderschön. Nicht zu überbieten, ja, ja, ja. Kasperl, ja. Was machen wir jetzt? Also du red noch mal von vergesslich bei mir. Wieso? Na, was werden wir schon groß machen? Das, wozu wir hergekommen sind. Wozu sind wir denn da? Alles vergessen hat er. Wir sind hier, um zu sammeln. Was sammeln? Na, was werden wir schon sammeln? Grünzeug sammeln wir. Aha. Meine Güte. Also Kinder, das ist so. Die Frau Säuerlich, das ist die Nachbarin von der Großmutti, die hat den Fuß verstaucht. Aha. Und die kann jetzt nicht selber in den Wald gehen und Kräuter für ihre Ziege sammeln. Stimmt. Und daher hat die Großmutti gesagt, geht in den Wald und sammelt Grünzeug. Genau so ist das. Und dafür bekommen wir auch ein Stück Ziegenkäse von der Frau Säuerlich. Ja, ein ganz großes hat sie gesagt. Ja. Kasperl, ja? Wo fangen wir denn an zu sammeln? Naja, die sagen dort, wo es grün ist. Aber ja. Es ist doch überall grün. Ja, stimmt. Aber nur zufällig, ja. Eben. Ja, ja. Du, ich glaube dort drüben, Betsy, da ist es besonders grün. Finde ich zwar nicht, aber ja, bitte. Für Grün bin ich ganz großer Spezialist. Komm, wir gehen dort pflücken. Komm, komm. Kinder, wir sind gleich wieder da. Ja, ja. Wo ist nur mein Platzl? Da muss doch irgendwo... Da schau ich. Ja, sagt's einmal. Wer seid's denn hier alle miteinander? Was seid ihr, Rinder? Ja, es ist fein, dass ihr da seid, aber ihr habt da überhaupt nichts verloren. Das hier ist mein Platzl und jetzt schaut's, dass weiterkommt's, weil hier wächst mein Mondschein bitterlich grad. So, und jetzt husch, husch, ab mit euch durch die Mitten. Wird euch Gott! Aber wieder schauen, hab ich gesagt. Aufstehen und weg jetzt!
erwartet. Ihr kennt's mich anscheinend nicht. Ich bin's, die große Hexe Stinkerwar, Wolchen, Stinker, Kräuterbutter. Was? Was gibt's da zum Lachen? Na wartet, jetzt reicht's mal. Jetzt hol ich meine Zauberwurzel. Aber was, dann wird's was erleben. Ihr werdet euch noch anschauen. Yes, ja. Ja, wer brüllt denn da so in der Gegend herum? Was, was, was? Bitte, bitte, wer? Eine Hexe? Aha, na auch schon gut. Ich hab jetzt was Wichtigeres zu tun, nicht? Stellt euch vor, ich hab doch das Grünzeug dort drüben entdeckt, stimmt das? Ja! Ja, aber jetzt findet der Herr Pezi, dass ich ihn beim Grünzeug sammeln störe. Habt ihr sowas gehört? Eben, wo ich doch der beste Grünzeugpflücker bin. Aber bitte schön, ich brauche ja keinen, der mir die Kräutlein zeigt. Nicht, ich finde ja das selber. Ich brauche ja nur schauen und schon... Ah! Jö, da schau her. Ein schönes Platz. Und jetzt schon langt, aber 13. Ja, da schau her. Da ist ja doch schon ein Aufhören, sag ich aufhören. Was heißt hier aufhören? Bitte, ich hab doch erst angefangen. Ja, du wirst doch gleich wieder aufhören! Das ich weiß, dass das eine Hexe ist. Eine sehr unfreundliche noch dazu. Bitte schön, das geht nicht, weil ich muss noch mehr von dem Grünzeug pflücken, damit wir die Ziege füttern können. Ja, aber du kannst ja die Ziege auch mit anderen Kräutern füttern. Aber die sind so schön grün, bitte. Sag einmal, du scheinst nicht zu wissen, mit wem du hier sprichst. Mit einer unfreundlichen alten Hexe. Aber nein, ich bin die mächtige Hexe Morchel Stinker Kräuterbutter. Habt ihr gehört, wie die heißt? Macht ihr euch vielleicht lustig über meinen Namen? Aber überhaupt nicht. Nein. Aha. Aber nichts. Grün wollt ihr es haben. Natürlich, grüne die Ziege will was Grünes haben. Und dafür brauche ich es jetzt. Mein lieber Herr. Was heißt mein lieber Herr? Ich bin der liebe Kasperl, wenn schon. Schau mir in die Augen. Warum soll ich das tun? Tief hinein und hör mir zu. Der hat aber gar keine schönen Augen. Durch der Hexenwurzelbach. Was treibt's denn jetzt? Sei der Zauber nun. Mein Grünzeug. Wolltest das Grünzeug mir nicht geben? Solange, bis dich eine küsst. Was ist da los? Ich fühle mich so eigenartig. Ja, ja, ist alle nur eine Sache der Gewohnheit. Allzu viel Spaß im Grünen und ihr verschwitzt jetzt, sonst passiert mit euch das Gleiche. Da ist so finster. Warum seid ihr so groß, Kinder? Quack, quack. Was, was, was? Ich? Ein Frosch? Quack, quack. Ist ja furchtbar. Stellt euch vor, wenn mich die Großmutter so sieht. Quack, quack. Quack, da bin ich. Kasperl. Quack, quack. Sag einmal, Kinder, wisst ihr, wo der Kasperl ist? Quack. Bitte was? Quack, hier bin ich eh, quack, aber geht, quack. Du bist doch ein Frosch. Quack! Was ist? Ich bin's, dein Kasperl. Kinder, ist quack. Das wirklich der Kasperl? Oh, wusch. Das ist ja fürchterlich. Quack, aber quack. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, quack. Hilf mir, Pinsel, quack. Na bitte, das ist leichter getan als gesagt. Ich meine umgekehrt. Ich glaube, ich muss nachdenken. Quack! Quack! Ist dir schon was eingefallen? Quack! Ich glaube ja. Yeah. Quack! Bitte, das ist ja irgendwie wie im Märchen beim Froschkönig. Bis jetzt ist nicht Märchenstunde, quack! Aber ja, pass auf. Da gibt's ja auch einen Frosch, der eigentlich ein Prinz ist. Ah, quack! Und der wird von einer Prinzessin geküsst. Quack! Quack! Vielleicht musste ich auch eine Prinzessin.
Prinzessin küssen. Quack, aber wo nehmen wir jetzt eine Prinzessin her? Quack! Stimmt, da ist keine. Quack! Ah, Kinder, ist vielleicht bei euch eine Prinzessin? Quack! Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, Quack, ich sehe schon. Ich werde im Gurkenglasl sitzen und das Wetter vorhersagen. Quack! Ich verspreche dir, dass du auch ganz bestimmt immer frische Fliegen bekommst. Naja. Unmöglich. Fliegen mag ich nicht. Quack! Lieber denke ich auch nach. Das ist Quack. Eine gute Idee. Kinder, denkt auch mit. Quack, habt ihr schon eine Idee? Kasperl! Was, Quack? Ich hab jetzt eine Idee. Okay, Quack, welche? Weißt du was? Wenn uns jemand helfen kann, dann bestimmt nur die Märchenfee. Die Quack. Kann uns ganz bestimmt sagen, wo es eine Prinzessin gibt, die dich küsst. Quack, glaubt ihr auch, dass das geht, Kinder? Quack. Siehst du? Hoffentlich ist eine Prinzessin in der Nähe. Aber ja, weißt was? Kinder, wollt ihr alle mitkommen zur Märchensee? Quack. Gut, aber weißt du, ich werde auch dein Gewand mitnehmen. Wozu brauchst du mein Gewand, Quack? Na, wenn unser Plan funktioniert, dann kannst du ja nicht als Nackerpatzel vor den Kindern stehen. Quack, wieso nicht? Ja, Quack. Das geht nicht. Kinder! Kinder, wollt ihr mich als Nackerpatzel sehen? Ja. Ah, siehst du, du kannst das Gewand da lassen. Nein, tu ich nicht, ich nehm's mit. Na bitte. Ja, so, jetzt gehen wir zur Märchenfee. Quack, 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 quack. Genau. Aber passt auf, dass mich nicht der Storch erwischt. Aber nein. Quack. Kinder, zählt alle bis drei und dann laufen wir los. Eins, zwei, drei und los. So, komm. Erzählt habt. Ja. Und natürlich werde ich tun, was ich nur kann, um euch zu helfen. Das ist lieb von dir. Oh, so. Ich habe ja noch mehr Besuch bekommen. Ja, das sind die Kinder, das sind unsere Freunde und die wollen auch helfen. Das ist aber sehr lieb von euch. Herzlich willkommen in meinem Palast. Aber nun zu euch beiden. Ja. Ich glaube, ihr habt Glück. Quack, 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 wirklich? Aber wieso denn? Weil heute zufällig auch eine echte Prinzessin bei mir zu Besuch ist. Quack, da bin ich aber froh. Quack, 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 ja, das habe ich gehört, Quack. Ja. Endlich darf ich auch einmal eine Prinzessin küssen. Quack, ja, quack, ja. Quack, quack, quack. Bitte, ist es das Dornröschen oder ist es das Schneewittchen? Quack. Aber geh, das ist ja wurscht. Hauptsache, sie küsst dich. Quack, wurscht ist das nie. Quack. Nun, es ist Prinzessin Mimosine. Ach so, die kenne ich ja gar nicht. Ah, wer ist denn das? Quack, nie von der gehört, Quack. Ich auch nicht. Und ist die sicher echt? Echter geht's ja gar nicht. Sie ist die Prinzessin auf der Erbse. Aha, die mit den Matratzen. Quack, ja. Quack, quack. Ich werde sie gleich holen. Einen Augenblick, wartet hier. Ist gut. Quack, 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 quack. Na, quack, quack, quack. Quack. Jetzt haben wir es bald geschafft. Oh, ja. Was ist? Bitte. Ja? Quack, ich bin so nervös. Wieso nervös? Quack. Ja? Es ist das erste Mal, Pete. Was ist das erste Mal? Das mit dem Kuss. Quack. Oh, wusch. Bitte. Ja? Soll ich da was verraten? Was denn? Wenn ich nicht grün wäre, hätte ich jetzt rot sein wie ein Paradeiser. Aber Quack. Nee. Ja? Jetzt stell dich doch nicht so an. Ist ja ganz einfach. Ach so? Augen zu. Ja? Und Bussi.
Quack. Trotzdem, ja? Ich bin so aufgeregt. Quack. Quack. Wirst schon sehen. Ganz leicht. Quack. Meine Liebe, ich versichere euch, es ist wirklich ein Notfall und außerdem ist er ein ganz liebreizendes Fröschchen. Quack. Man sieht doch selbst. Quack. Ich habe noch nichts versprochen, teure Fee. Noch nichts. Ihr wisst doch um mein empfindliches Gemüt. Quack, bitte. Ja? Bitte, die gefällt mir, Quack. Naja, die Frage ist nur, ob du ihr auch gefällst, so wie du ausschaust. Quack, Quack, ja, ja. Nun seht selbst, liebste Prinzessin, ist er nicht niedlich? Quack. Ein Frosch. Quack, Quack, Quack. Oh, mir schwinden die Sinne. Quack. Aber teuerste Prinzessin, fasst euch. Das ist ja eine Zimperlise. Quack, ich wäre jetzt bereit, bitte. Wie kann sie mir so etwas tun? Quack, Quack. Einen Frosch küssen. Quack. Nie und nimmer. Aber ihr braucht ihn ja nur einmal zu küssen. Seht nur, wie schön grün er ist. Das einzig Grüne, das mir in die Nähe kommt, ist eine Erbse, teure Fee. Und die auch nur unter 15 Matratzen. Quack. Eine Zumutung. Ja, wenn er wenigstens ein Prinz wäre. Aber ein Kasperl? Niemals. Ich reise ab. Quack. Quack. Ja, aber Quack. Bitte aber, halt. Aber... Quack. Ach, ich bekomme Migräne. Aber mein armer Kasperl. Jetzt beruhigt euch doch. Ja, wie denn? Das wäre ja noch schöner. Immerhin, ich bin die Märchenfee. Quack, und in meinem Reich herrsche gefälligst Ordnung. Ach so? Ich werde jetzt das Übel an der Wurzel packen. Geh zur Seite, ich brauche Platz. Ach so? Zaubernebel, steige auf und durchzieh mein Land geschwinde. Dringe in die fernsten Winkel meines Reichs und finde Mörchelstinker Kräuterbutter mir und säume nicht. Augenblicklich bringe sie hierher vor mein Angesicht. Drachenfurz zum Bodenschwamm. Jetzt sagt sie mal, hat man da nirgends seine Ruhe? Quatsch, sie schon wieder. Da gebe ich gleich 25 auf den Bopf. Bitte hilf mir. Gemach, Ruhe, wenn ich bitten darf. Alle, Ruhe. Ja, bitte, ja. Schüchte. Und jetzt zu dir, Morchelstinker. Aha. Was fällt dir eigentlich ein, ohne meine Erlaubnis Frösche zu zaubern? Genau. Noch dazu aus Kasperln. Das war ja nur so im ersten Zorn, nicht wahr? Sie wissen, das ist ja immer so. Wegen dem Grünzeug, nicht wahr? Nun, dann machst du jetzt den Zauber rückgängig, verstanden? Genau, sonst bekommst du es mit mir zu tun. Ruhe, habe ich gesagt. Nun, was ist, Morchelstinker? Ich warte. Ja, es gibt nur ein kleines Problem, nicht wahr? Und welches? Ja, der Kuss eben. Ja, darüber brauchen wir nicht zu reden. Prinzessin ist ja leider keine verfügbar. Also muss es anders gehen. Es geht aber nicht anders. Bittchen, es geht nur mit Kuss. Nur. Von einer Prinzessin hat ja niemand was gesagt, nicht wahr? Ich habe nur gesagt, eine. Aha. Aber wenn es mehrere wären, wäre es natürlich schon besser. Na, dann küsse du ihn. Was? Sofort. Nein. Bitte, Moment. Bitte nicht. Bitte, Moment. Quack. Ich habe eine Idee. Frau Hexe, ja? Könnten die eine auch die Mädchen da unten sein? Was, die da? Ja. Na ja schon, ich wüsste nicht, warum nicht. Bitte, dann weiß ich, was wir jetzt machen. Ja? Ja? Ah, da braucht mich doch eh keiner mehr. Quack, quack. Wünsche guten Blitzschlag und viel Durchfall, gell? Quack, quack, euch Gott, quack, quack, was? Quack. Nein, so quack. Nicht, meine Verehrteste. Quack. Hier quack. Geblieben, wir haben noch einen Hund zu rupfen. Das quack. Macht gar nichts, dass die beiden weg sind. Stört uns keiner. Also Kinder, ich stelle mir das so vor. Alle, die von euch da unten ein Mädchen sind, schicken dem Kasperl ein dickes Bussi, so viele nur gehen. So viele geschickte Bussis müssen eigentlich helfen. Quack, und du glaubst, es geht? Aber ja, und die Buben müssen Daumen halten. Glaubt ihr, dass das funktioniert? Ja? Ja?
Quack! Aber hoffentlich habt ihr recht, Quack! Weißt was, das Gewand gebe ich da nach hinten? Ja, wieso? Na, wenn der Plan wirklich funktioniert, darfst nicht als Nackerpatzel vor den Kindern stehen. Ach so, ja, dann hüpfe ich jetzt da hinten hin. Quack, ja? Quack, quack, quack. So. Also Kinder, jetzt geht's los. Jetzt zählen wir bis drei und dann schicken wir dem Kasperl ein Bussi. Eins, zwei, drei und Bussi! Jetzt bin ich gespannt. Quack, quack, ja, was ist? Wird's schon was? Bitte, bitte, hat's gewirkt? Hat's funktioniert? Bin ich noch grün? Ja und nein. Ach so, wieso? Kasperl, ja? Ja. Grün, nein. Oh, bin ich froh. Kinder, das habt ihr sehr gut gemacht. Also Kinder, wenn ihr jetzt nicht gewesen wärt, ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Ich auch nicht, aber weißt du was? Das wird uns die Großmutti niemals glauben. Das glaube ich auch. Die wird wieder sagen, wir sollen nicht schwindeln. Ja, stimmt. Betsy, ich will da weg. Aber wir müssen uns noch von der Märchensfee verabschieden. Das stimmt, wir müssen höflich sein. Ja. Aber der Hex geht aus dem Weg. Machen wir. Wusch, aber du, Betsy? Ja? Da müssen wir uns ja auch von den Kindern verabschieden. Ist gut, dann sag ich mein Sprüchel. Ja, und die Kinder sagen's alle mit. Liebe Kinder, liebe Leute, unser Spiel ist aus für heute. Jetzt müssen wir nach Hause gehen. Und Betsy sagt auf Wiedersehen. Und wir alle sagen für heute auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.